Sakko natürlich. Oh, ich war noch ein Kortsakko, meine Herren. Oh. Ich hab gedacht, es ist wieder Herbst. 5, 4, 3, die Sonne lacht über der Säbener Straße. Es ist noch Sommer in München. Herzlich willkommen Ihnen allen. Der FC Bayern freut sich heute sehr, Marcel Sabitzer als Neuzugang vorzustellen, ganz offiziell hier oben auf der Dachterrasse der Säbener Straße. Servus Marcel. Hallo, grüß dich. An der Seite vom Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und dem Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Ja, Marcel, wie waren die ersten Tage bisher für dich in München? Ja, sehr schön. Also ich habe mich direkt wohlgefühlt in der Stadt, im Trainingszentrum, von den Leuten her. Also es kam natürlich zugute, dass nicht allzu viele Leute da waren, dass ich erstmal die Namen von Staff und so weiter und von den wenigen, die da waren, kennengelernt habe. Aber wie gesagt, die ersten Trainingseinheiten haben auch richtig Spaß gemacht und ich freue mich echt, dass ich hier sein kann. Das klingt super. Oliver Kahn, welche Erwartungen verknüpft der FC Bayern mit der Verpflichtung von Marcel? Ja, ich denke, wir alle wissen ja, welche Qualitäten er hat und wir haben uns natürlich auch auch länger schon beobachtet. Er gehörte bei Leipzig immer auch mit zu den besten Spielern und er wird uns weitere Möglichkeiten geben, Möglichkeiten im Mittelfeld. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir da ein bisschen auch Variabilität brauchen, je nachdem, wenn sich mal der ein oder andere Spieler verletzen sollte. Aber er hat sicherlich auch die Qualität, dafür die notwendige Konkurrenz zu sorgen. Und deswegen sind wir froh, dass wir ihn haben. Und ja, die Erwartungen bei Bayern München, das ist klar. Die Erwartungen sind natürlich immer groß, aber das weiß er auch und ist für ihn die große Herausforderung, wie für jeden Spieler, der hier zu Bayern München kommt. Hasan, warum passt er als Puzzlespieler dann ganz genau, als Typ auch, als Spieler zum FC Bayern, der Marcel? Ja, er ist ein Führungsspieler in Leipzig gewesen, war Kapitän 2 Jahre auch und ist ein richtig guter Fußballer, hat eine Top-Mentalität und das ist genau das, was wir brauchen. Wie Oliver schon gesagt hat, wir haben auch wirklich sehr viele Spiele und wir brauchen da Variabilität und freuen uns natürlich, dass der Marcel da ist. Der wird uns verstärken, der wird dem Trainer natürlich ja, Optionen geben. Er kennt den Trainer sehr gut. Das ist auch ein Riesenvorteil. Und ich hoffe mir natürlich ganz viel von Marcel, weil ich den auch in Leipzig immer beobachtet habe und er da wirklich sehr gute Leistungen gebracht hat und die Mannschaft geführt hat. Das muss er genauso hier machen und ich freue mich auf ihn, dass er hier in München ist. Dann kommen wir zu euren Fragen, bitte. Es blendet ein bisschen, die Sonnenbrille lassen wir trotzdem noch drin stecken. Ich glaube, erste Handzeichen ist ja von Marc Gabel, RTL. Bitte, Marc. Grüß Gott zusammen. Grüß Gott, Herr Sabitzer. Ich hoffe, Sie können mich hören. Kann ich, ja. Ja, servus. Willkommen in München. Herr Sabitzer, Sie wissen, dass Sie jetzt wahrscheinlich der wichtigste Ansprechpartner jetzt gerade im Hinblick auf das Topspieler-Wochenende vom Trainer Julian Nagelsmann sind, weil Sie natürlich die meisten Informationen wahrscheinlich über Leipzig haben. Was konnten Sie denn an frischen Informationen liefern, die möglicherweise für das Topspiel am Samstag hilfreich sein können? Ja, das stimmt. Also ich war ja noch 4 Wochen dabei in der Vorbereitung und auch in den ersten Spielen. Und deshalb habe ich natürlich ein paar Infos, Insider-Infos und habe mich mit den Videoanalysten, mit den Co-Trainern ein bisschen ausgetauscht, auf was wir Acht geben müssen. Und von dem her werden wir sicher bereit sein für eine gute Leistung am Samstag und top vorbereitet sein. Dankeschön. Dann vielleicht Torben Hoffmann für Sky. Ja, herzlich willkommen, Marcel. Welche Erwartungen und welchen Ansprüchen haben Sie denn vielleicht an sich selbst jetzt beim Spiel gegen Leipzig? Sehen Sie sich da persönlich auch schon in der Startelf? Es gab ja heute auch ein längeres Gespräch mit Julian auf dem Trainingsplatz. Hat er da vielleicht schon ein bisschen was erwartet oder preisgegeben? Und was erwarten eigentlich Sie und Trainerstab und Upamecano für einen Empfang am Samstag? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ein paar Spiele haben mir heute noch gefehlt und da muss sicher der Trainer erstmal Rücksicht nehmen, wie sie zurückkommen. Was ich sagen kann von meiner Seite aus, ich bin bereit, habe die Woche ab Dienstag gut trainiert, habe, glaube ich, einen guten Eindruck hinterlassen und wäre bereit. Das Trainer seine Entscheidung. Natürlich weiß ich, dass Qualität auf meinen Positionen ist, von dem her abwarten. Wenn ich die Chance bekomme, dann bin ich da. Was wir für einen Empfang erwarten, ist schwer zu sagen. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich habe 6 Jahre in Leipzig verbracht, hatte eine super Zeit da, habe mich von der zweiten Liga bis ins Champions League Halbfinale hochgearbeitet mit dem Verein zusammen,
bin irgendwann Führungsspieler und Kapitän geworden. Und von dem her habe ich, glaube ich, schon dem Verein und der Stadt auch viel zurückgegeben. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt und freue mich natürlich auch, wenn es auch ein bisschen brisant ist, am Samstag zurückzukommen. Dann Philipp Kessler für Münchner Merkur und TZ, bitte. So, servus Marcel, bin froh, dass jetzt noch ein weiterer Österreicher da ist bei den Profis von Bayern. Du hast deinen Dialekt ein bisschen verloren, habe ich gemerkt. Du mit 14 oder als Jugendlicher hast du ein Probetraining bei Bayern absolviert, hast aber nicht nach München wechseln wollen. Wie schwer ist denn dir die Entscheidung gefallen? Weil du hast ja als Kind immer Bayern die Daumen gedrückt. Und dann habe ich noch eine Frage, und zwar bezüglich des gefürchteten ORF-Duos Bariasek Prohaska. Die waren verwundert über die Bilder bei deinen Leistungstests, dass du da Vollgas geben konntest, aber nicht für die österreichische Nationalmannschaft einsatzbereit warst. Was sagst denn du dazu? Also zur ersten Frage, das ist eine witzige Geschichte, ich habe es direkt am ersten Tag hier erzählt. Ich bin mit 14 hier eingeladen worden, dass ich mir das mal angucke und war in der Überzeugung, dass ich wirklich nur das angucke und dann eine Entscheidung treffe. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich doch zum Probetraining hier erscheinen sollte. Und ja, in meinen jungen Jahren war ich davon nicht ganz so begeistert und habe, wie auch Werner Kern das richtig gesagt hat, einfach über mich ergehen lassen. War sicher nicht mein bester Tag, habe richtig schlecht trainiert, habe mir am Abend dann noch das Spiel angeguckt, aber dann haben sie mir gesagt, ja, ich glaube, im Moment ist das nicht der richtige Schritt für dich. Von dem her ist eine witzige Geschichte, ich kann jetzt drüber lachen. Im Nachhinein bin ich dahin gekommen, wo ich immer sein wollte und ja, sehr glücklich hier zu sein. Und zur zweiten Sache, ja, ich habe es am Rande mitbekommen, die Medien und die sogenannten Experten müssen ja auch irgendwie die Zeit füllen bei so Vorberichten. Das respektiere ich natürlich, aber wenn du 8, 9 Tage nicht im Mannschaftstraining warst und dann Bilder hernimmst von einem Leistungstest und dann nicht die Logik hast, dass das fürs Spiel vielleicht nicht reichen wird, ja, dann ist es halt so, ich muss das so hinnehmen. Ich kann von mir vom reinen Gewissen sagen, dass ich ja, nicht bereit war zu spielen. Von dem her, ich freue mich auf den nächsten Lehrgang und da werde ich wieder bei 100% sein. Dann ist Felix Fischer für Sport1 an der Reihe. Ja, hallo in die Runde, herzlich willkommen, Herr Sabitzer. Wir haben über den Trainer, über Ihren alten und neuen Trainer schon gesprochen. Wie viel Kontakt hatten Sie jetzt direkt vor dem Wechsel zu ihm und welchen Anteil hat er vielleicht auch an der Entscheidung? Ich hatte kaum Kontakt, bis gar keinen Kontakt. Das lief eigentlich eher im Hintergrund über meine Berater. Ich habe das von mir weghalten wollen. Und ja, dann irgendwann gab es so den Tag rund um den 27. oder so, wo es dann Fahrt aufgenommen hat, wo es schnell ging. Aber natürlich ist das für mich sehr gut, dass der Trainer auch da ist und das Trainerteam. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren in Leipzig sehr wohl gefühlt in dem System und in der Philosophie. Und von dem her ist das für mich natürlich schon eine Erleichterung. Aber zugleich weiß ich auch, dass das nicht irgendwie ein Bonus ist. Ich muss hier hart arbeiten, dass ich zu meinen Einsätzen komme. Aber ich freue mich, dass ich alle wiedersehen konnte. Stefan Kumberger für ran.de, bitte. Ja, hallo in die Runde. Hallo, Herr Sabitzer. Über Ihr Herz als Bayern-Fan haben wir schon viel gehört und gesprochen. Wer waren denn Ihre Vorbilder früher beim FC Bayern? Waren es die zwei Herren rechts und links von Ihnen? Das würde ja Ihre Fanzeit hineinpassen. Und wie lange haben Sie sich denn das Fansein bewahrt beim FC Bayern? Also war vielleicht nach RB Leipzig immer der FC Bayern Ihr Lieblingsverein? Ja, natürlich großen Respekt vor den zwei Herren neben mir. Haben auch Großes erreicht in der Zeit, wo ich immer hingeguckt habe. Aber wenn ich so zwei rausholen würde, wäre es hier Roberto und Giovanni Elber. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Aber wie gesagt, es war immer so ein Traum, der irgendwo hinten rumgeschwirrt ist, mal hierher zu kommen. Bayern München, das ist einfach eine Hausnummer. Und ich habe ja nichts geschenkt bekommen, habe mir das hart erarbeitet und ja, will hier weitermachen und nicht aufhören. Aber bin natürlich sehr froh, dass ich hier sein kann bei dem großen Verein. Dann das Redaktionsnetzwerk, Timon Zöffelt. Ja, hohe Servus in die Runde. Vielleicht eine Frage an Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić. Man muss sich ja beim FC Bayern auch ab und an den Vorwurf gefallen lassen, die Konkurrenz gezielt zu schwächen. Jetzt kam vom Vizemeister der letzten Saison mit Nagelsmann, Upamecano und Davidsa auch 3 nicht unwichtige Akteure. Wie wehrt man sich gegen diese Art von Diskussion? Ja, zunächst mal haben wir ja immer eine klare Vorstellung. Das heißt, wir haben eine klare Philosophie, eine klare Idee von den Spielern oder auch den Trainern.
die wir gut finden, die wir auch über längere Zeit beobachten. Und wenn sich die Möglichkeit auftut, diese Spieler oder auch den Trainer bekommen zu können, dann versuchen wir das auch möglich zu machen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir hier gezielt irgendwelche Gegner schwächen. Zumal sollte man auch immer daran denken, dass wir ja niemanden zwingen. Ja, wir zwingen ja weder einen Trainer noch einen Spieler hier zum FC Bayern München zu kommen, sondern wir sind eben ein sehr, sehr attraktiver Club und das zieht natürlich dann auch die Spieler zu uns. Hasan? Ja, kann dem Oliver absolut zustimmen. Wir haben es gab die Konstellation, dass uns ein Trainer verlassen hat und dass Julian eben die Möglichkeit hatte oder in Aussicht gestellt bekommen hat, dass er da weg kann. Und deswegen haben wir den Trainer bekommen. Wie man weiß, Daio hat eine Ausstiegsklausel und wenn so ein Top-Spieler auf dem Markt ist, dann ist so klar, dass man sich damit beschäftigt. Und Marcel hat ja ganz genau gepasst. Eben wir brauchten einen Spieler für eben das System vom Trainer. Er war genau der Spieler, der auch einigermaßen auf dem Markt war, weil er noch ein Jahr Vertrag hatte. Und deswegen haben wir uns damit beschäftigt und der Trainer natürlich zusammen mit dem Trainer entschieden, haben wir entschieden, dass wir den Marcel nach München holen. Wie Oliver gesagt hat, wir zwingen keinen, sondern wir versuchen, unsere Mannschaft gezielt zu verstärken. Und das haben wir mit den drei Jungs gemacht. Deswegen denke ich, dass wir eine Top-Mannschaft haben. Dann ist der Kicker an der Reihe mit Georg Holzner. Hallo zusammen. Eine Frage an Marcel. Du bist jetzt eine gute Woche hier in München. Was sind jetzt im Vergleich zu Leipzig die ersten, vielleicht gravierendsten oder größten Unterschiede, die du jetzt feststellen konntest? Und dann noch eine Frage an Herrn Kahn. Der Kader ist jetzt komplettes Transferfenster zu. Wie bewerten Sie das Spielermaterial, das in München jetzt ist, in Gänze und vor allem mit Blick auf das internationale Business? Ist der FC Bayern gerüstet für die großen Ziele und Ambitionen, die man hat? Ja, wie Sie es richtig gesagt haben, bin ich jetzt seit letzten Sonntag in der Stadt und ja, ab den ersten Moment habe ich schon Unterschiede gemerkt, was Medienpräsenz betrifft, was auch den Rummel betrifft, was Bayern-Spieler so in der Stadt, wenn die mal rumlaufen, betrifft. Das Trainingszentrum ist etwas anders. Ich finde es natürlich anders als in Leipzig, aber es hat was. Es ist so ein Mythos, Säbener Straße. War ich gespannt, was mich da so erwartet. Vom Training und so weiter natürlich nicht so viele Unterschiede, weil ich das 2 Jahre gespielt habe. Und leider war der Großteil der Mannschaft nicht da. Deshalb war jetzt die Trainingsqualität nicht ganz so hoch, wie ich es vielleicht erwartet habe. Aber das ist auch normal, wenn du viel mit Jugendspielern auffüllen musst. Aber ja, wie gesagt, die Spieler sind jetzt heute und morgen zurück und dann lerne ich den richtigen Bayern München kennen. Ja, ich denke, wenn man sich jetzt alle Mannschaftsteile anschaut, ich glaube, dann kann man ja mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, dass wir absolut international, mehr als absolut international konkurrenzfähig sind. Und ich denke, wir haben ja jetzt auch gezeigt, auch mit der Verpflichtung, dass wir uns sehr, sehr, ja, sehr viel Gedanken gemacht haben, dass wir das Ganze auch entspannt angegangen sind und jetzt uns da nicht irgendwie haben unter Druck setzen lassen, sondern eben ganz gezielt darüber nachgedacht haben, wer ist wirklich ein Spieler, der uns weiterbringt. Und ich habe es eben schon gesagt, Marcel war dann eben auch da und war verfügbar. Und deswegen ja, sind wir glücklich und zufrieden, dass wir jetzt, Herr Hasan hat es gesagt, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir Optionen haben und ja, ich denke, wir sind absolut konkurrenzfähig. Dann Bild München bitte mit Lena Wurzenberger. Ja, von mir auch. Servus Marcel. Ein Jugendtrainer hat mal über dich gesagt, Niederlagen auch im Training würden dir körperliche Schmerzen bereiten. Ich glaube, du sagst auch über dich selbst, du bist ein absoluter Gewinnertyp.
Woher kommt das und wie ungenießbar bist du vielleicht bei Niederlagen, also im Training und nach dem Spiel? Also wie wirkt sich das bei dir aus? Und dann noch eine Frage an den Herrn Salihamidžić. Und zwar, die Nationalspieler haben ein ziemliches Rückreisechaos hinter sich. Standen sie schon in Kontakt mit ihren Spielern und wissen, wie es ihnen geht? Und wie negativ wirkt sich das auch auf die Regeneration aus? Danke. Ja, also die Aussage von dem Jugendtrainer kann ich zum Teil bestätigen. Ich bin sehr unangenehm, wenn es ums Verlieren geht. Ich kann kein Spiel zu Hause verlieren, ich kann kein Spiel im Training verlieren, ich kann kein Spiel, wenn es um was geht, verlieren. Also die Mentalität habe ich seit klein auf. Mein Vater hat mir die sicher auch eingeimpft, der war auch immer ein Gewinnertyp. Und von dem her, ich mag es, wenn der Druck da ist, wenn Spiele kommen, wo der Druck da ist, wo du abliefern musst. Und von dem her bin ich hier richtig. Und ich will mit der Mannschaft und mit dem Verein die Druckspiele für uns entscheiden und Titel holen. Und da fühle ich mich sehr wohl in der Rolle. Ja klar, haben wir das mitgekriegt, dass die Jungs eben später kommen als erwartet. Das ist unglücklich und sind natürlich nicht froh darüber, dass das jetzt so gekommen ist. Aber mei, das kann immer passieren, dass ein Flieger zwischenlanden muss und deswegen können wir ja nichts machen. Aber trotzdem ist das eben nicht zufriedenstellend, dass die Jungs eben längere Rückreise haben und dass die eben so ein bisschen in deren Regeneration gestört werden. Aber das sind alles Profis, das kriegen wir alles hin bis Samstag. Philipp Nagel bitte für BR und ARD. Servus in die Runde. Hallo Herr Sabitzer. Es ist vorhin schon mal der Begriff Puzzlespieler gefallen in Ihrem Zusammenhang. Das fand ich einen ganz interessanten Begriff. Und nach Ihren Ausführungen, gerade was Ihren Ehrgeiz betrifft, gehe ich mir auch recht der Annahme, dass Sie sich mit dem Bankplatz beim FC Bayern jetzt nicht so zufrieden geben. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen Ihre ganz eigenen Ambitionen und Ziele skizzieren und vielleicht auch noch mal ein bisschen die Spielweise, die Spielphilosophie, die Sie selber sagen wir mal, in Ihren letzten Jahren als Profi ganz gerne propagiert haben, als zentraler Mittelfeldspieler, wie Sie das Spiel am liebsten haben. Vielen Dank. Ja, da möchte ich ein bisschen ausholen. Also die Situation hat sich für mich natürlich verändert. Das ist klar, das liegt auf der Hand. Ich war bei RB Leipzig absoluter Stammspieler, bin zum Kapitän gereift und war einfach Führungsspieler. Hat einen gewissen Bonus, den ich auch mit Leistung immer wieder zurückgezahlt habe. Und das ist auch logisch, wenn du dann zum FC Bayern kommst, dass du erstmal Herausforderer bist. Auch in so einer Situation, wenn die Saison schon läuft, das sind 3 Spieltage rum, der Pokal war schon. Und deshalb ist mir die Situation bewusst, dass ich nicht herkommen kann und sagen kann, ich will oder werde am Samstag direkt Stammspieler sein. Also dessen bin ich mir bewusst. Auf meiner Position gibt es natürlich auch deutsche Nationalspieler, französische Nationalspieler und Spieler mit viel Qualität. Und dessen bin ich mir bewusst. Nichtsdestotrotz werde ich im Training immer Gas geben, dran sein. Wenn ich gefragt bin, dann will ich auf jeden Fall mit Leistung überzeugen. Und was so meinen Spielstil betrifft, ich glaube, da konntet ihr euch ein gutes Bild in den letzten Jahren verschaffen. Also ich weiß nicht, ob ich es so ausführen muss, aber ich war mal Offensivspieler, dann irgendwann hat mich Julian auf die 6 gestellt, notgedrungen, hat dann gut funktioniert. Aber wenn ich mir so eine Wunschposition aussuchen könnte, dann wäre es die linke 8, wo einfach gegen den Ball Stärken gefragt sind, aber natürlich auch Ruhe am Ball, Spielverständnis, clever sein. Ja, das sind so meine Aspekte, wie ich das Spiel sehe. Dann ein Kollege aus Österreich für die APA, Thomas Schrenk, bitte. Ja, hallo aus, kannst du mich? Hallo aus Wien. Eine Frage, wenn mir dieses Sidestep erlaubt ist, dann du hast ja sicher mitbekommen, jetzt die Spiele mit der österreichischen Nationalmannschaft, die ja nicht so gelaufen sind, wie man sich das gewünscht hat. Wie siehst du jetzt aus der Distanz, wenn man es so, nennen mag, die Lage jetzt und auch diese Diskussionen, die jetzt um den Trainer entstanden sind? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Frage ist, wenn du als offiziell als Bayern-Spieler präsentiert wirst, aber ich will mich eigentlich nicht so äußern über die Situation. Ich war jetzt weiter weg, ich war jetzt nicht in der Mannschaft drin die letzten 10 Tage. Die Herren, die am Werk sind, werden wissen, was sie tun und ich halte mich da zurück für ein Statement. Philipp Kessler nochmal für Merkur und TZ, bitte.
Ich habe noch eine Frage an den Herrn Salihamidzic und an den Oliver Kahn. Und zwar sind jetzt wieder ein paar Spieler angeschlagen von den Nationalmannschaften zurückgekehrt. Jetzt hatten die in der letzten Woche, glaube ich, 3 Spiele. Ist diese Belastung zu hoch? Was kann man da dagegen tun? Wie soll das in Zukunft aussehen? Ja, klar sind die Belastungen zu hoch. Wir haben auch jetzt nicht die längste Vorbereitung gehabt dieses Jahr. Das ist eben nochmal eine kleine Problematik dazu. Aber Programm ist eben so, Spielplan ist eben so und das müssen wir alle zusammen angehen. Es ist gefragt, der Trainer ist gefragt, der Nationaltrainer oder die Nationaltrainer sind gefragt, auch Belastungssteuerung zu betreiben und Kommunikation ist gefragt und deswegen ja, ist ein bisschen Arbeit vor uns, weil die Jungs einfach viel zu viele Spiele haben. Ja, die Jungs sind, einige sind zurückgekommen, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt mit unserer medizinischen Abteilung, fast alle zurück an Bord zu haben. Die Jungs, die gestern noch gespielt haben, die sind alle gesund. Klar werden ein wenig vielleicht müde sein, aber haben 2-3 Tage, um sich auszuruhen. Aber ich glaube, nur King und Coco sind fürs Wochenende eben nicht eingeplant, aber alle anderen sind eben an Bord. Upa ist, sage ich mal, gut drauf jetzt. Thomas ist zurück. Wen hatten wir noch? Marcel ist natürlich da geblieben und ist gar nicht zur Nationalmannschaft gefahren, weil er eben auch Probleme hatte. Und ich glaube, dass wir optimistisch jetzt in die nächste Woche schauen können. Aber grundsätzlich eben ist der Spielplan schon vollgestopft. Ja, ich denke, das entscheidende Wort war das Wort Belastungssteuerung. Und ich denke, da kann man heutzutage schon sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel Positives auch für die Spieler machen. Aber es ist klar, wir alle kannten ja auch den Spielplan. Das heißt, es steht ja alles schon auch größtenteils vorher fest. Und das wird ja dann auch von Trainerseite, die eben die Belastung auch steuern müssen, alles heute sehr detailliert geplant. Und ich denke, ja, wir wussten, was auf uns zukommt, dass das enorm hohe Belastungen sind, denen sich die Profis heute ausgesetzt sehen. Das ist nun mal so, aber damit müssen andere Clubs auch zurechtkommen. Und ich glaube, wir sind trotz allem sehr, sehr gut vorbereitet. Dann machen wir noch 3 Fragen bitte. Eurosport mit Thomas Gaber. Ja, servus Marcel, herzlich willkommen in München. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic haben zusammen angesprochen, deine Vielseitigkeit, deine Variabilität hat dich so interessant gemacht für den Verein. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz skizzieren, wo du dich auf welcher Position am wohlsten fühlst, wo du deine am meisten deine Stärken siehst. Und ich meine, die Konkurrenz bei Bayern ist natürlich noch mal eine andere als, sage ich jetzt mal, bei Leipzig, wo du dich da siehst. Und vielleicht hat der Trainer ja mit dir auch schon konkret über diese Dinge gesprochen. Ich glaube, Sie waren ein bisschen verspätet in der Runde, weil ich habe vor 2 Fragen eigentlich die Antwort gegeben darauf. Aber ich kann es für Sie nochmal ausführen. Also ich fühle mich am wohlsten auf der linken 8, habe aber schon auf der alleinigen 6 gespielt, habe im Offensivbereich schon variabel gespielt. Also es gibt sicher einige Positionen, die ich ausfüllen kann. Ich kenne auch den Trainer sehr gut, der im Spiel auch mal die Grundordnungen wechselt und von dem her weiß ich, dass es Plätze für mich geben kann. Und das liegt natürlich auch zum Teil an mir. Wenn ich überzeuge im Training und dem Trainer was anbiete, dann wird er sicher öfters auf mich zurückgreifen. Und damit habe ich, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal alles ausgeführt. Auch zum zweiten Mal jetzt Marc Gabel für RTL. Ja, eine Frage so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Herr Sabitzer, Sie haben gesagt, Sie haben ja noch nicht so ganz viel Kontakt mit Ihren Mannschaftskollegen gehabt. Jetzt gibt es ja den schönen Brauch bei Bayern, dass man ein Einstandsständchen bringen muss. Sich schon den Kopf zerbrochen, was Sie singen werden und so ein bisschen Bammel davor? Ja, ich habe am ersten Tag schon Kontakt in der Mannschaftsgruppe gehabt und da hat mir Manu schon mal so einen Tipp mitgegeben, dass sicher ein Ständchen für mich bereitstehen muss. Von dem her, ich habe mich schon vorbereitet, ich habe meinen Song, aber lasst euch mal überraschen, falls irgendwelche Instagram-Stories oder wie auch immer rauskommen. Bin ich der begnadete Sänger, von dem her, lassen wir uns überraschen. Der Kicker nochmal mit Georg Holzner. Ja, ich würde noch mal ganz gern anknüpfen an die Frage von vorhin zur Belastungssteuerung und mit der Nationalmannschaft. Arsene Wenger hat gesagt, dass er dafür plädieren wird, dass es nur noch eine Abstellungsperiode
gäbe im Jahr und dafür auch eine längere. Aber wäre das auch in Ihrem Sinne als Clubverantwortliche, ist das etwas, wo man sagt, das könnte man sich vorstellen in der Zukunft? Also klar, das ist nicht umsetzbar von heute auf morgen, aber Herr Salihamidzic, Herr Kahn, wäre das was, wo Sie sagen, das ist vorstellbar oder vielleicht sogar käme uns allen zugute? Sie meinen das mit der WM alle zwei Jahre? Ja, unter anderem, das wäre mit dem verknüpft und es ginge als Wenger ja vor allem darum auch, dass nur noch eine Abstellungsperiode ist, beispielsweise über den ganzen Oktober und dann wäre das Ganze gebündelt und dafür müssten die Spieler nicht dreimal weg von den Vereinen im Jahr, also nur noch einmal. Also das mit der WM ist ein Quatsch. Also ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass die alle sechs Jahre kommt, weil wo wir noch mehr Belastung für die Spieler haben, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite, darüber haben wir jetzt nicht so große Gedanken gemacht, ob das im Oktober eine. Ich glaube, das ist auch unrealistisch, weil wir dann die Jungs für einen Monat hier weg haben. Die ganzen anderen Pläne wären durcheinander. Also das glaube ich nicht, dass das auch eintreten wird. Aber wie gesagt, mehr Spiele kann es auf jeden Fall nicht mehr geben. Zumindest jetzt in den nächsten zwei Jahren. Naja, ich glaube, es ist ja jetzt nichts Neues, dass immer mal wieder ständig irgendwelche Ideen da zum Besten gegeben werden. Bitte sehen Sie mir nach, also dass ich das nicht alles kommentieren kann. WM jetzt alle zwei Jahre oder Abstellungsperiode komplett im Oktober. Ich bin mal gespannt, was dann noch so alles kommt. Ich glaube, wir haben im Moment als Club oder sind gut beraten als Club, erstmal die aktuellen Themen alle zu bewältigen. Ich glaube, Hassan hat es vorhin gesagt, wie viele Spiele wir haben, das müssen wir jetzt erstmal alles erfolgreich durchziehen und wir können uns jetzt nicht andauernd mit irgendwelchen Ideen beschäftigen, die möglicherweise irgendwann mal in einer fernen Zukunft liegen. Ja, vielen Dank soweit. Zwei Wortmeldungen gibt es noch. Wollen wir die noch versuchen? Lena Wurzenberger, bitte, ja. Super, vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen an Hasan Salihamidzic. Und zwar konnten Saar, Cuisance und Tolisso nicht verkauft werden. Können Sie da einmal vielleicht erläutern, was das so schwierig gemacht hat? Und könnten Sie vielleicht bei Tolisso einmal aufklären, wie schwer seine Verletzung ist? Und vielleicht noch ein Sätzchen zu Leroy Sané, der jetzt bei der Nationalmannschaft wirklich mit guten Leistungen überzeugen konnte. Wie froh hat sie das gemacht und wie optimistisch sind Sie, dass er das jetzt auch im Verein zeigen kann? Danke. Ja, die Jungs, die Sie angesprochen haben, die sind genauso Part der Mannschaft wie alle anderen. Also ich habe jetzt nichts davon gewusst, dass sie verkauft werden sollen. Das war viel in den Medien spekuliert. Coco hat... Ja, ich glaube seine Wadenverletzung ist eben nicht so schwer. Er ist schon gestern leicht auf dem Alter G gelaufen und er wird, glaube ich, am Sonntag draußen laufen. Das versuchen wir. Wir werden versuchen, den Coco so schnell wie möglich zu integrieren, weil wir ihn brauchen. Genauso wie jeden anderen. Für Leroy bin ich sehr glücklich, weil er eben... Weil wir viele Gespräche auch haben, weil wir einfach mit der Leistung letztes Jahr nur zum Teil zufrieden waren. Aber Leroy hat sich auch viel vorgenommen. Auch jetzt haben wir viele Gespräche geführt und ich glaube an ihn. Und bin mir auch sicher, ohne jetzt viel zu erzählen, dass wir an diesem Spieler, an dem Leroy viel Freude haben werden. Man muss an die Spieler glauben. Ich glaube an ihn. Er ist ja wirklich ein Spieler, der alle Qualitäten hat, die er allerdings auf den Platz bringen muss. Dann sind die richtigen Qualitäten und deswegen freue ich mich jetzt, wenn er voller Selbstvertrauen zurückkommt. Dann kann er in der nächsten Woche hier weitermachen. Dann die allerletzte, Torben Hoffmann. Aber bitte keine Doppelfrage, ja? Nein, nur eine. Gab es so ein bisschen Verwirrung um Alfonso Davies, Verletzung bei der kanarischen Nationalmannschaft. Ist er jetzt wieder zurückgekehrt? Dann gab es erst keine Diagnose. Heute ein Stück weit überraschenderweise auf dem Trainingsplatz gewesen, auch wenn er mitunter mal Wandspieler war. Aber ist er bereit für Samstag? Ist er komplett genesen und kann er auflaufen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei uns gab es keine Verwirrung. Wir müssen ja nicht jeden...
jede Kleinigkeit mitteilen. Er hat einen Schlag bekommen aufs Knie und deswegen war das jetzt nicht nötig, sofort eine Pressemitteilung zu machen. Er ist gut drauf, er fühlt sich wohl, er hat heute trainiert und wir gehen davon aus, dass er Samstag zur Verfügung steht. Dann vielen Dank euch allen und in die Runde. Dankeschön, Hassan, Marcel und Oliver. Schönen Tag noch, schönen Nachmittag. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Ciao, danke.